Ja, meine Damen und Herren, wir kommen hier zu einer Überschrift, die nennt sich einfach mal Nawalny und keine Wahrheiten. Ja, und wir gehen zu einem Experten, ja, natürlich hier aus Berlin. Ja, aus Berlin. Ja, und da wissen Sie einfach mal wirklich, was los ist. Einfach ab in den Ton. Herrlich, wunderbar. So, Sie sagen, Sie haben das mit Nawalny soweit verfolgt, ja. Was ist Ihnen da nicht mehr plausibel und wo sind Ihre Fragen? Sind diese Fragen auch ein investigatives Fragen an die Presse? Sagen Sie da etwas? Ja, also hier über Ihren Kanal natürlich, der nun keine Mediensache darstellt. Ja, natürlich Ihr eigenes privates investigatives Denken. Ja, dem muss ich doch einfach mal beisteuern, dass wir uns fragen müssen, warum hat Putin Nawalny einfach mit einem goldenen Hubschrauber da reisen lassen? Das ist ja nun mal so eine Sache, wo alle Welt sagt, nein, Putin wollte ihn wohl beseitigen. Ja, das ist doch schon sehr mysteriös, ja. Und zum Zweiten, was die jetzige Entwicklung hergegeben hat, wo er ja nun auch hier in Deutschland, Berlin und überall sich aufgehalten hat, nun kam die Bundesregierung auf die Idee, ihn dort hinreisen zu lassen, wo die Gefahr droht, dass natürlich auch eine Vergiftung gegen ihn getätigt werden würde. Ja, nun frage ich mich, ein Mann fühlt sich die ganze Zeit verfolgt von Vergiftungen, sucht sie zu entfliehen, man lässt ihn reisen, ja, und nun in der Richtung oder die Richtung, wo seine Vergiftung herrühren könnte, da lässt unsere verantwortungslose Politik ihn natürlich auch wieder hinreisen. Ja, so etwas Verantwortungsloses. Was sind überhaupt Verantwortlichkeiten? Ja, es gibt natürlich verbrecherische Verantwortlichkeiten, wenn man einen vergiftet will. Es gibt auch sich errettende Verantwortlichkeiten, wenn man jemanden schützen will. Ja, wo ist da der Schutz unserer Bundesregierung, ihn einfach reisen zu lassen? Ja, hat da einer guten Willens, wenn er sagt, ich lasse den doch einfach reisen, so wie es der Putin tat? Hat unsere Bundesregierung um der Freiheit von Menschenrechte natürlich ein gutes Gefühl, Menschen einfach reisen zu lassen? Ja, diese Fragen sollte man mir doch mal auflösen. Und wenn man nicht dazu imstande ist, dann sage ich einfach mal, die ganze Novichok-Geschichte ist von A bis Z erfunden, erstunken und erlogen. Ja, erfunden, erstunken und erlogen. Ja, natürlich, weil das ganze Verhaltensschema und auch Muster überhaupt nicht mit dem zusammenpasst, was als Bedrohung dahinter steht. Ist das so? Ja, meine Fantasie macht mir einfach klar, dass eine Bedrohung zu dem Verhalten, was sich ja vordergründig einfach durch die Welt gespielt hat, einfach überhaupt gar keinen Sinn macht, was uns da von Bedrohung erzählt wird. Das ist alles Scharlatanerie. Nein, das ist eine Märchengeschichte von A bis Z. Hier lässt Münchhausen grüßen. Ja, das sind Geschichten, ja, die sich da manch einer sich erzählen lässt, der sich auch die Hose mit der Kneifzange anzieht. Ja, dann danke ich Ihnen mal schön. Ja, anders kann es ja nicht sein. Aber ist es auch schöne Kritik mal gegen unsere Medien, die doch so konfus sind, die uns da völlig irre Geschichten erzählen? Ist das auch so? Ja, das ist einfach so. Es tritt einfach einer in die Welt aus dem Nichts und es taucht einer ab ins Nichts natürlich, ja. Und dazwischen war angeblich eine Bedrohung. Und jetzt haben wir alle Angst und glauben diesen ganzen Blödsinn. Blödsinn und nochmal Blödsinn. Ja, ich danke Ihnen für diese Berichterstattung aller blödsinnigen Märchen, die wir da hören. Ja, das war's dann mal gewesen. Ja, Berlin, ja, für uns geht es hier weiter. Wie soll man das sagen? Wohin, wo weiter? Nein, wir glauben gar nichts. Glauben Sie alles. Das war's dann mal gewesen. Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.